Hey Leute, willkommen zurück zu Among the Sleep. Oh, weiter geht's. Im dunklen Haus suchen wir unsere Mama. Und hoffentlich tut uns dieses komische Ding nichts an, dieses schwarze Schattenwesen, was wir schon vorher bemerkt haben. Ah, Leute, es ist so unheimlich. Und man ist so schön wehrlos, so wie das sein muss, als kleines Kind eben. Es ist alles so groß und unnahbar und gefährlich irgendwie, was wir hier sehen. Obwohl es sich um ganz alltägliche Dinge handelt. Oh. Oh, zum Beispiel sowas wie der Blitz und der Donner. Oh, Kinder. Ich habe Gänsehaut von oben bis unten. Oh, diese Geräusche, das könnte alles Mögliche sein. Wahrscheinlich ist es aber gar nichts. Guck mal, da steht überall irgendein Gekrakel drauf. Kann man den Fernseher ausmachen? Nee, ich weiß noch nicht mal, was ein Fernseher ist. Was ist denn das? Dieses Rauschen da. Oh. Irgendjemand ist in der Küche. Wo ist Mami? Mami. Oh, Kinder. Irgendwas ist hier. Was ist das denn? Oh. Das sind Äpfel, aber die sind so riesig. Natürlich, die Perspektive, ne? Oh, ist ja immer alles Ansichtssache. Wer war denn am Kühlschrank? Denn da? Was? Frohkost? Jetzt kann ich auf einmal doch lesen. Mach mal den mal zu, das kostet alles nur Strom hier. Mama. Ach, wo ist sie nur? Mami. Kann ich da raufklettern? Nee. Ich kann da nicht rauf. Doch jetzt. Aha. Guck mal, Schubladen. Alles gefährlich. Ist ganz schön tückisch hier. Oh, ich kann auf dem Tisch rumkrabbeln. Ist das klasse, Leute. Trotzdem sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Guck mal, ich kann die Handschuhe hier rumheben. Ah. Die Kleine ist echt mutig, muss man sagen. Oh, was ist das hier? Oh! Guck mal, das ist irgendein Monster. Und das hat irgendwas eingesperrt. Boah, das habe ich aber nicht gemalt, das wüsste ich. So, ich sperre mich jetzt hier ein, kommen die wieder raus, bis Mami kommt. Und mich findet. Aber Teddy hat ja schon gesagt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, ne? Oh, geh doch zu, du blöde Tür. Ich halte die jetzt zu. Ne. Ich gehe wieder raus. Ich muss Mami finden. Sie ist die Einzige, die mir helfen kann. Na komm schon. Ich bin ein starkes Mädchen. Und wie? Ach jetzt. Tür auf. Teddy raus und weiter geht's. Oh. Wer stellt denn die Schuhe direkt unter den Mantel? Das stinkt doch alles voll, die Mauken. Ist das Regen? Boah, hört sich das unheimlich an. Und das sieht unheimlich aus, als würde da jemand stehen. Wir waren große Menschen als Kind auch mal suspekt. Und heute bin ich selber ein großer Mensch. Da ist da wieder ein Bild im Schrank. Wer hat das gemalt? Soll ich das sein? Das ist doch mein Schlafanzug, mein Pyjama. Oh, guck mal, Mami. Mami. Wo ist denn Papa? Habe ich keinen Papa? Wahrscheinlich nicht, oder? Dieser Herzschlag, kommt der von mir? Oh. Teddy, ich halte dich. Du beschützt mich doch. Was ist das denn bitte? Hat da jemand auf die Wand geschlagen und hat dann ein Loch reingerissen? Was macht der Besen hier? Oh. Ich hab Angst, Leute. Ich hab wirklich Angst. Ich wäre jetzt nicht so mutig für das kleine Kind. Was für ein riesiges Haus, Mensch. Teddy, komm. Du bleibst draußen. Spanische Wand. Oh, ein Safe.
Was denn für eine hässliche Tasse, du? Ist da oben was? Ah, komm, Computer spielen jetzt. Müssen irgendwie Call of Duty oder sowas zum Abreagieren? Nee, geht nicht. Oh Gott, Leute, das blendet total, dieser Teddy. Ah. Was ist das denn? Was lässt denn die Schublade hier rausfahren, Mensch? Na komm, kann ich die weiter raus? Aktenschrank oder sowas. Was ist das für ein Geräusch da? Was? Was ist das, Mensch? Klasse, die Tür ist... Warte mal. Da liegt doch Mami. Warte. Gleich bin ich da. Gleich bin ich da, Mami. Das Kind noch nie was von laut schreien gehört oder sowas? Ja, in der Demo war es, glaube ich, genauso. Da musste man hier rüberlaufen. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin ein kluges Mädchen, warte. Mach das mal auf. Mama. Mami. Ich hoffe, das ist wirklich Mami. Mami. Oh. Nein, nein, nein. Schütze mich. Panda-Gesicht. Oh, Leute. War das der Teddy, der eben gesprochen hat, oder war das... Ich weiß es nicht, was das eben war, aber Mama ist nicht hier. Was ist das denn unter der Decke? Da ist gar nichts unter der Decke. Oh, Mann, Leute, ist das unheimlich. Ich höre sie singen. Dieser Mantel wieder. Es ist so verdammt unheimlich alles. Ich habe Angst. Das ist sie nicht. Oh! Nein, 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 was ist das denn? Oh Gott. Sie hätte doch bestimmt schon längst was gesagt und der Fernseher ist aus. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Was ist das denn bitte? Überall diese Gruselmäntel. Wer ist das da unten? Ist das Mutter? Mama? Mami? What is this? Das frage ich mich aber auch. Was ist hier nur los? Wer ist das da vorne? Can you see your reflection? It's her, but it seems more like a memory. Das ist ihr Anhänger. Das ist dieser Bernstein-Anhänger, Leute. Boah. Verwende Nan, um das Inventar zu öffnen. Das ist sehr gut. Gute Frage. Nächste Frage. So, ich Teddy raus. Ja, wie mache ich das jetzt? Ja, mit Start mache ich auch das hier. Ich habe wohl noch nichts im Inventar. Ich höre sie immer noch singen dahinter. Was sind das hier für Röhren, sag mal?
will da nicht reinkrabbeln. Oh Gott. Soll ich da jetzt runterspringen? Seid ihr wahnsinnig? Da breche ich mir doch mal eine kleine Knöchelein. Das. Nein, Leute. Nein, nein, nein. Nicht so schnell. Au. Are you alright? Ja, bin weich gelandet. Komm, Teddy. Whoa. What is this place? Ich frag's mich auch, aber es sieht sehr, sehr unheimlich aus. Und was ist das für eine ewig lange. Das sieht aus wie so ein Alpenhorn. So ein ewig langes. Ich kann kein Licht machen hier. Oh Gott, wo hat's uns nur hinverschlagen? Ich will das schnell hinter mich bringen irgendwie. Ich will wieder zu Mami zurück. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich wohler, wenn ich laufe. Playhouse. What's that doing here? Das ist kein Playhouse. Da wohnt die böse Hexe und die ist Kannibalin, hast du gewusst, Daddy? Oh, das ist sehr klein. Das scheint zu mir zu passen von der Größe. Vielleicht ist es ja nur ein kleiner Albtraum. Ich weiß es nicht. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Na komm schon. Oh, guck mal, wie knuffig, der krabbelt rein. Kriegst du die Tür auf, Teddy? Whoa, look at this place. Oh, das ist ja nicht gerade kindgerecht, aber es sieht schön aus. Listen. Oh, doch nicht schön. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Und jetzt? Soll ich dich da reinstecken, Teddy? Nein! Warte, das sieht aus wie ein Brennofen, wenn du mich fragst. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Was ist das denn? Was? Verwende. Ja, toll. Verwende None, um ein Objekt aus dem Inventar zu wählen und dann verwende None, um es auszuwählen. Was ist das denn? Das ist irgendein Monster und ich? Oder das ist Teddy. Ich glaube, das soll Teddy sein. Ich dann irgendwelche Würfel reinwerfen? Na komm. Bitteschön. Geht nicht. Da kann ich auch nichts machen. Ich kann da nichts reinwerfen. Wie kann ich das Inventar auswählen, bitte? Ich hab da nichts. Ich könnte mir höchstens mal die Optionen ansehen, aber das hilft mir auch nicht viel, weil... Rennen, Klettern... Inventar ist D-Pad. Ach so. Na gut, das hätte ich vielleicht auch mal testen können. Ah, den Anhänger. Warte. Nein. Wie mache ich das jetzt? Ach so, kann ich den auswählen? Nee, so geht das nicht. Wie kann ich das Ding jetzt hier benutzen, sag mal? Diese Kette. Dann packe ich sie mal wieder weg. Ha. Richtiger Ofen. Teddy, weißt du was? Soll ich den da reinwerfen? Ach ja, es geht sogar. Er hat angefangen zu glitzern. Ah, interessant. Und jetzt? Geht die zu, die Klappe? Ja. Ah, das ist ja toll. Oh oh. What happened? Why didn't it open? Das ist eins von vier, Teddy. Let's find a way to open it. Wir brauchen noch mehr von diesen Dingern. Hört sich total verzerrt an. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst wieder mal. Ah, Teddy, was machen wir nur? Hast du eine Idee? Das Ding ist verschlossen.
brauche noch mehr von diesen Medaillons. Wo ist er jetzt hin? Teddy? Teddy, ach da. Hast du irgendeine Idee? Geht's vielleicht draußen weiter? Ich schätze mal nein. Hm. Was machen wir denn nur? Teddy Line, gib mir mal einen Hinweis. Ich weiß es nämlich nicht. Ah. What did you find? Hmm. It's rather small, but it looks like my paws might fit. Aha. It's a button. Wow. That's it. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. Oh, das sieht so knuffig aus. We need three more. I wonder where this will take us. Das freue ich mich auch, Teddy. To be honest, it scares me. Oh ja. I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Hab ich doch schon. Ich hoffe, du weißt, was wir tun, Teddy. Oh, nein. Immer diese Fallaktionen da. Oh. Aua. Autschi. Ich mach mir mal ein bisschen Licht. Ah, ein Xylophon, guck mal. Das kann ich nur rumheben. Ich dachte, ich kann darauf spielen, so ein bisschen. Schwer, diese Klötzchen. Überall diese Klötzchen. Es muss ein Traum sein. Es ist viel zu viel hier drin, was uns an unser Kinderzimmer erinnert. This doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Ich find's schön hier. Guck mal, mit so einem Reifenschaukel-Ding. Kann ich da vielleicht mal eine Runde drauf schwingen? Das wäre super. Nee, ich glaube, da, oh, da tue ich mir nur weh, wenn ich darüber will. Oder? Nee, ich kann ja nicht springen. Ich finde es auch gut, dass man so ein bisschen so ein... wie so ein Fischauge hat. Alles ist so ein bisschen verzerrt irgendwie am Rand. Oha. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich halt wirklich alles aus so einer ganz winzigen Perspektive wahrnehme. Oh, oh. Was ist das? Oh, schnell, schnell, schnell. Dreht sich jetzt wohl immer weiter. Wie so ein Kinderkarussell fast schon. Auf dem Kinderspielplatz. Oh Gott, oh Gott. Also echt jedes Geräusch hier hört sich bedrohlich an. It looks like another memory across that bridge. Ah, ich sehe schon. Ja, immer diese verschwommenen Dinger. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, schon wieder eine Rutsche. Ich meine, generell mag ich ja solche Sachen, aber... Oh. Wenn keine Mami da ist, die einen aufhängt, dann fällt man immer auf den Hintern und das tut weh. Is there a way up this tower? Ach, ganz bestimmt. Aber ich würde sagen, den Weg finden wir nächstes Mal, liebe Leute, weil ich halte mir nochmal die Augen zu. Es ist so gruselig. Ja, es ist richtig knuffig und auch ein bisschen gruselig bisher. Ganz ehrlich, es muss nicht unbedingt der blanke Horror werden. Ich meine, immerhin sind wir ein kleines Kind, aber es macht mir sehr viel Spaß bisher. Ich hoffe, das tut's euch auch. Wenn ja, wie gesagt, unterstützt mich doch gerne mit einem Like. Schreibt mir vielleicht noch was Nettes unter das Video. Also ich kriege ja schon Karies, so süß ist das alles. Wirklich. Oder Diabetes wahlweise. Auf jeden Fall sehr, sehr knuffig. Ich bin ja gespannt, was noch alles kommt. Aber das sehen wir dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt Among the Sleep.